Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf einer, zu einer weiteren Folge um Sie 2 hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Bio und freue mich natürlich. Wir sind heute auf der Karte X10 wieder mal unterwegs, denn ich hatte euch ja in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge eher, hatte ich euch ja das die Corona-Mod gezeigt von Projekt Potsdam, von dem Simon. Jetzt ist die Version ja nun offiziell raus. Den Link packe ich euch auch hier unter der in der Videobeschreibung mit rein, dass ihr euch das Ganze runterladen könnt. Jetzt funktioniert sie auch, ja. Aber es sind natürlich so ein paar Sachen drin. Zum Beispiel das ganze Schnickschnack, was ich ja gesagt hatte, was nicht drin ist, ist jetzt hier in der Mod halt wirklich nicht mit dabei. Also wir haben jetzt hier dieses Absperrband. Wir haben halt den Zettel vorne an der Tür und natürlich, dass die Fahrgäste jetzt auch hinten einsteigen. Also das funktioniert jetzt ja alles. Also die Mod ist verfügbar. Ursprünglich geplant war es, dass das Ganze ja auf dem OMSI-Webdesk erscheint, da wurde das kurzhandgleich wieder offline genommen, warum auch immer. Finde ich jetzt, kann man sich jetzt wahrscheinlich streiten. Es ist halt ein Thema, das gerade die Welt anhält, das Coronavirus. Wir reden hier aber nicht von irgendeinem Terroranschlag oder wir reden jetzt hier nicht von irgendwelche Mordesserie. Es ist eine Krankheit, die gerade sich verbreitet. Von daher ist es halt ein ernstes Thema, was aber nicht verschleiert werden darf oder gerade, weil es irgendwem nicht passt, dass man das Ganze jetzt nicht online stellt. Deswegen haben wir uns jetzt so einen kleinen Kopf gemacht und haben jetzt gesagt, pass auf, wir packen das Ganze jetzt im File-Hoster hoch und packen den Link jetzt einfach in die Videobeschreibung und dann könnt ihr euch das Ganze runterladen, ganz normal. Ohne Wenn und Aber. Fügt das einfach in den Bus mit ein und dann funktioniert das Ganze. Deswegen werde ich jetzt hier gar keine große, ja, sagen, zeigen. Es ist halt weiterhin immer das Gleiche. Wir sehen hier Vordereinstieg, ne, gesperrt, bitte die anderen Türen benutzen. Und das Band ist halt weiterhin, ne, geriffelt. Plus, dass, wie gesagt, hier dieser kleine Schnickschnack fehlt. Das ist ein geiles Repaint, mal an so mal hier, ne, raus hier. Schorn da scharf, großartig, ne. Und von daher würde ich sagen, ja, wollen wir mal jetzt uns hier erstmal ein bisschen vorbereiten. So, wir haben uns unsere Linie ausgewählt. Wir sind nämlich heute auf den M29, oder was war das? Ja, M29 unterwegs. Das wäre so schön, dass ich hier eintippen könnte. So, bestätigen das Ganze. Hier unten sehen wir nochmal, ne? X ist 5, M ist 8, genau. Also müssen wir jetzt hier 8, 2, 9, 0, 0, 0, 0 bestätigen. 829, warte auf Route von der Leitstelle. Ah gut, der macht das halt automatisch wieder. Das ist schon eine relativ coole Funktion, ja. Das ist so U-Bahnhof Wittenbergplatz 829. Und hier sehen wir eine M29 von nach Grunewald Roseneck. Klasse! Funktioniert. So, dann können wir den Bus starten. So, hier rein, machen wir hier rein. So. Und ja, los geht's. 4 Minuten noch, haben wir, wundervoll. Wie gesagt, sonst, ihr seht's, ne, Absperrband ist da. Wichtig ist halt immer, nicht zu vergessen, dass ihr halt den Fahrscheinverkauf ausschalten müsst bei allen Mods. Jetzt, also die Corona-Mods, die jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit kommen werden, sind das da halt überall abschaltet. Was natürlich Sinn macht, ne? So, ihr seht, ne, anders als wir jetzt macht bloß noch die Dings rein, die Sperre, also macht die Türfreigabe rein und dann steigen sie halt auch schon alle ein. Wie gesagt, vorne steht auch keiner, also vorne will auch echt keiner mit. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. So, wenn wir mal die Zeit hier noch mal kurz mal hochschalten. Da kommen wir noch mehr. Hallo. Haben Sie nicht sowas wie eine Heizung hier im Bus? Nein. Es ist schön kalt hier. Ja, interessiert mich nicht. Du bist hier im Corona-Bus, also beschwer dich nicht. So. U-Bahnhof Wittenbergplatz. Da sind wir leider schon vorbei, junge Dame.
So. Guten Tag. Europa Center. Europa Center. Gut, ein bisschen voll der Bus, war, würde ich sagen. Hätte man auch noch ein bisschen schöner ausgestalten können hier. Wittenbergplatz, den Europacenter hier, Park hier. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Liebe Fahrgäste, für Ihre eigene Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Das ist ein bisschen zu früh hier. Steigt irgendwie keiner ein. Nö, hier will keiner mitfahren. Alles klar, dann habt ihr Pech. Wie ist es halt so? Stehen hier auch richtig? Keine Ahnung. Kann ja eh nichts anderes machen. Müssen wir mal kurz abwarten. Not okay. Aha. Diese Zähnchen sind tatsächlich interessant, ja. Aber guck mal, der halbe Bus ist ja leer, also von daher passt das eigentlich. Keine Ahnung, warum ich hier nicht mitfahren will. Aber die Mod, wie, ja, funktioniert. Da braucht man sich halt wirklich keine Sorgen machen. Ist halt wirklich eine einfache Installation. Dann packt ihr das Archiv runter, dann packt ihr es raus. Oder ihr findet die Datei natürlich da drin, schiebt sie einfach in den Bus rein und damit ist es fertig. Es wird nichts überschrieben, großartig. Das ist halt das Gute. Ihr könnt dann einfach dann im Auswahlmenü dann halt den Standardbus auswählen oder halt den Corona-Bus und dann funktioniert das. Wenn ihr das Ganze wieder löschen wollt, einfach wieder diese Dateien, die halt drin sind, einfach wieder entfernen und dann ist auch diese Mod wieder raus. Also eigentlich nichts Dramatisches. Sie haben den Busfahrer gesehen. Jetzt geht's wieder los hier. Oh, geil, Alter. Guck dir das an da. VDL. Wundervoll. Warum es diesen Bus echt noch nicht in Ormsi gibt, das ist echt. Ich meine, er ist jetzt wirklich nicht hübsch, ja. Und der kriegt jetzt keine Preise. Aber fahren möchte ich ihn trotzdem mal gerne. Bahnhof Uhlandstraße. U-Bahnhof Uhlandstraße. Ja, guten Morgen. Hallo. Alter, wie tief einfach das Gebäude da drin steckt hier.
Nächster Halt, Bleibtreustraße. Ja, auf der Idee kam Phasis hier mal mit der M29 mal hier lang zu fahren hier. Sonst, ich hätte jetzt wahrscheinlich einfach nur wieder die 115 gewählt. Dachte mir so, nee, sagt er, komm, 115 hattest du schon mal. Nimm mal einen anderen. Ja, und nochmal an Projekt Potsdam nochmal ein großes, großes Dankeschön für alles, ja, für die Ansagen, für alles halt einfach. Problem ist jetzt natürlich, ne, ob er jetzt an der Mod jetzt weiterarbeitet. Und dadurch, dass er jetzt ja nur so ein bisschen wieder einen Rückschlag gekriegt hat, ist jetzt, ja, nicht auszudenken. Ich werde mich mal aber auf jeden Fall mal schlau machen darüber. Ob er jetzt hier noch weiter dran tüftelt oder ob er das Projekt jetzt auch wieder sein lässt. Morgen. Weil wenn es natürlich so relativ nicht gut ankommt auf den Seiten, ist es echt ärgerlich. Olivar Platz. Liebe Fahrgäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Ja, so lange her ist es schon, das ist eine ganze Weile her, dass ich hier noch gearbeitet habe. Jetzt bin ich ja nun in Zehlendorf unterwegs. Das ist ja für mich schon wieder ein komplett fremder Ort hier. Adenauerplatz. Liebe Fahrgäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Steiget ein, steiget ein. Guten Morgen. Hallo. Der gute alte Kudamm, ja, das zeig ich dir. Wir haben schon wieder so viel Verfrühung hier.
Darf ich fahren? Das ist aber großzügig von dir. Keine Lust, dass der mich wieder in die Karre fährt. Lenina Platz. Ob ich schon mal was im KDW gekauft habe. Oh. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir einmal im KDW waren. Und wieder mal in diese Süßigkeitenabteilung waren. Da gibt es ja irgendwie so eine Schokoladenabteilung oder sowas. Ja, genau. Und da auf jeden Fall, da waren wir. Da haben wir Geld ausgegeben. Kurfürstendamm, Joachim-Friedrich-Straße. Liebe Fahrgäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Berlin allgemein fahren Sie halt wie die doof. Es ist halt Chaos hier. Ja, die Mod funktioniert, also ihr seht es halt wirklich, wirklich gut. Ja. Da gibt es absolut nichts zu bemängeln. Ich würde mich halt wirklich sehr, sehr freuen, wenn er das Ganze halt nicht einstampft. Vielleicht dann doch noch vielleicht den einen oder anderen Bus eventuell damit noch versieht. Müssen ja nicht viele sein, vielleicht so zwei, drei Busse eventuell noch. Zum Beispiel so ein Scania Citywide oder den Solaris natürlich. Ja, das wäre absolut klasse. S-Bahnhof Hallensee. Liebe Fahrgäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. So, bloß nicht mit der KI anlegen, hä? Haben wir gelernt. Guten Tag. Das ist eine große Ausnahme, hallo? Das ist ja doch ein bisschen größer, als ich dachte. Aber, naja, wir sind ja doch schon wieder fast am Ende. Aber M29 ist eigentlich auch eine schöne Linie, ne? Ich muss aber dazu sagen, ja, obwohl das Bauhaus, war das Bauhaus da schon immer gewesen? Hier das Bauhaus? Ich muss aber sagen, also es gab ja nun ein größeres Update ja hier für die Karte X10. Also mir fällt jetzt persönlich jetzt nicht wirklich Gravierendes auf, ja, dass ich jetzt sagen kann, so boah, stimmt, da war es unbedingt nötig gewesen, dass da irgendwas gemacht wurde. Also von daher muss ich sagen, also großartig fällt mir jetzt hier nichts auf. Rathenauplatz.
Bismarckplatz. Liebe Fahrgäste, Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Ja. Was ist neu mit dem Update? Ah, okay. Es gibt neue Splines teilweise. Naja, das hatte ich ja vorgelesen gehabt, aber das ist jetzt so. Also, persönlich jetzt auffallen, meine ich jetzt, ist jetzt bei mir jetzt nicht so groß jetzt. Wir haben 3 Minuten Verfrühung. Das bedeutet, wir haben hier noch ein bisschen Standzeit. Können wir uns jetzt mal ein Käffchen genießen hier. Hat jetzt noch ein bisschen zu schnell. Aber die Mod ist okay. Wenn ihr das haben wollt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung packe ich euch das Ganze mit rein. Dann könnt ihr das Ganze euch dann selbst dann anschauen, runterladen und selbst testen. Aktuell geplant, wie gesagt, also war jetzt hier das für den DL. Ob jetzt weitere Folgen nach der starken Kritik, die er jetzt ja hier, also was heißt Kritik, ne, er hat keine Kritik bekommen, aber dadurch, dass es halt jetzt versucht, keiner online stellt, ja, ist es natürlich ein bisschen schade. Da werde ich mich auf jeden Fall aber nochmal mit dem Simon auseinandersetzen, dass wir da nochmal quatschen, was da jetzt passiert, ob er da jetzt so weitermacht oder ob das schon das Ende war von dem Projekt. Aber das erfahrt ihr dann höchstwahrscheinlich in den ÖPNV-News. Ja, sollte sich da irgendwas ergeben, dann werde ich da mal reingucken. Und sonst, ja, immerhin. Es gibt aber noch weitere Corona-Mods. Ist jetzt natürlich jetzt nicht der einzige, der jetzt hier existiert. Also wenn man ihn jetzt bestraft, dann müsste man zum Beispiel auch Projekt Gladbeck bestrafen. Denn auch dort, habt ihr ja in der letzten Folge gesehen, gab es natürlich die Corona-Mods, ne? Also da darf man jetzt halt jetzt nicht das ganz dramatisch halt sehen, wie wahrscheinlich viele andere das Ganze sehen. Also ich finde das, also ich persönlich kann damit umgehen. Klar wird es wahrscheinlich den einen oder anderen geben, ja, der wahrscheinlich damit überhaupt nichts machen kann. Was ist das hier für ein Auto? Was war denn das? Saß da Halo drin? Das habe ich ja noch nie gesehen. Interessant, okay. Echt interessant, ja. Ich mal gucken, ob das Auto nochmal hier kommt. Und ob das echt nur ein Fehler war. Lühnerstraße. Liebe Fahrgäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Also im Chat steht gerade hier drin, das war ein Tesla. Also wenn Tesla so aussieht, da kommt er nochmal. Das ist niemals Tesla. Das ist keine Ahnung, was das ist. Das sieht aus wie von Halo. Also habt ihr schon mal Tesla-Autos gesehen? Die sehen nicht so aus. Hertha-Straße. Liebe Fahrgäste, Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Alle drehen, wundervoll.
KI rafft's wieder nicht. Bisschen ausholen muss. Delbrückstraße. Noch mehr am Bordsteig kann ich nicht ran. So mal Zeit hier. Josef-Joachim-Platz. Ja, ich sag ja. Tesla Pickup Cybertruck. Ja, Auto von Halo. Aber das ist cool, die Mod. Also, wie gesagt, also wenn man damit halt umgehen kann, ne, mit der ganzen Thematik, dann, ja, denke ich mal, hat man hier schon ein bisschen Spaß dran. Also kein voller Einsteigen und sowas, ne? Ist halt schon eine drastische Maßnahme. Aber zeigt halt bloß wirklich gerade, wie die Lage halt ist. Deswegen halt auch von mir immer gerne die Standpauke, ordentlich die Hände waschen, haltet Abstand, bleibt am besten immer brav zu Hause, geht es ja nicht raus. Könnt euch auch nicht anstecken. Ja, und schaut euch am besten die Live-Übertragung von Frau Merkel an. Teplitzer Straße. Wir müssen jetzt alle stark sein, wir müssen alle zusammenhalten. Nehmt Rücksicht. Schöner ist, dass man sich Gott sei Dank über Internet nicht infizieren kann. Von daher könnt ihr natürlich weiter chatten und weiter discorden und weiter Teamspeaken, so viel ihr wollt. Also da seid ihr natürlich safe. Nutzt lieber die Gelegenheit. Und wenn ihr mal ein Brettspielabend machen wollt oder sowas, ihr habt da echt Bock drauf, dann kann ich euch den Tabletop Simulator empfehlen. Der ist großartig, da könnt ihr dann weiter Monopoly spielen und so. Roseneck. Endhaltestelle. Sie können noch bis zur Betriebshaltestelle mitfahren. Roseneck, joa. Mit einer Minute Verfrühung. Hat ja gepasst, alles hier. Hat Spaß gemacht. Außer man hat kein Geld und darf in dem Virus rausgehen. Tja. Ja, was soll ich dazu sagen jetzt? Das ist natürlich eine schwierige Sache. M29. Roseneck, Endhaltestelle.
Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the bus here. So, alles perfekt. So viel angekommen. 8 Minuten Standzeit. Ja, Bus endet hier. So sehe ich das auch. Und ja, wir haben natürlich die Motte dementsprechend wieder gezeigt hier. Oh, noch ein Bild hier. Und ja, gibt nichts zu sagen, nichts mehr zu zeigen. Wie gesagt, alles Weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr da irgendwas braucht, sucht oder die Mod haben will. So, damit verabschiede ich mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns das nächste Mal hier wiedersehen, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge OMSI 2. Ich verabschiede mich, sage danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.